müssen wir einen Platz finden. Emmy, das ist hier nicht Music Colors. Nein, es ist die Apps Night. Herzlich willkommen. Wie heißt nochmal Reise nach Jerusalem? Ja, genau. Achso, Musical Chairs. Musical Chairs, ja. Ha, haben wir früher gespielt, schon sehr lange her bei mir. Es gibt, Emmy, es gibt Made in Deutschland und es gibt Made in Taste. Tastemade natürlich. Das ist die Geschmacksmade und das ist eine der Apps, die wir euch heute vorstellen möchten. Ja, dann machen wir weiter mit Do It Yourself, lerne neue Fähigkeiten. Da geht es um Stricken. Ja, genau, Emmy. Do It Yourself, da verstehe ich ganz andere Dinge drunter. Und danach geht es um die dicksten Dickmacher. Ja. Das ist vor allen Dingen in dieser Jahreszeit ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man die vermeidet oder auch nicht. Live it up. Man lebt nur einmal. Esst doch, was ihr wollt und bleibt dran. Ja. Es geht jetzt los. Ich habe heute etwas zu kurze Socken an, Emmy. Hast du weiße Socken an? Ich habe immer weiße Socken. Kurze Socken. Ich habe immer weiße, kurze Socken. Nicht weiße, kurze. Ich habe auf jeden Fall immer weiße Socken an. Was du machen musst, du musst die einfach in den Schuh rein stecken. Das ist außer jetzt hältst du keine Socken an, statt so ein bisschen. Nee, Emmy, das ist echt. Das sieht super aus, oder? Guck mal, so sehen Männerfüße aus. Nicht gerade tasteful. Oh, Emmy. Ich wollte nur einen Übergang finden. Vielleicht ist es tasteful, like cheese. Wer weiß das auch schon. Ist ja ungemütlich. It's like Käsemauken, Emmy. Tastemade ist die erste App, die wir euch heute an den Mann bringen möchten. Oder an die Frau. Auf jeden Fall einen hungrigen Magen. Denn in Tastemade geht's, der Name sagt's wahrscheinlich schon, um Geschmäcker. Um Essen. Um Essen und um Geschmäcker. Und das Erste, was man gefragt wird, wenn man Tastemade startet, wo man sich befindet. Ich habe mal die Autosuche gestartet bei mir und der hat gesagt, ich wäre in Brüssel. Ja, das ich ist bin ja auch in Brüssel. Die Sendung ist brüssellastig. Ja, wir haben heute das Studio nach Brüssel gebaut. Ins Europa-Studio haben wir das Studio eingebaut. Genau. Und deswegen wird Brüssel angezeigt, vielleicht weil da noch keine Restaurants in Düsseldorf drin sind. So sieht's aus. Aber Berlin ist zum Beispiel vertreten und ich habe Berlin einfach mal als Stadt ausgewählt. Es gibt zugegebenermaßen in Deutschland nicht so super viele Städte. Das kann ja noch werden. Ja, genau. Es liegt ja auch immer daran, wie die Leute sich daran beteiligen. So zum Beispiel, ich gehe mal auf Berlin. Kalter Krieg, Emmy. Sehr schön. Es geht um belgische Waffeln in diesem kleinen Clip, der im Hintergrund geladen wird. Und das hat sie gemacht, die genau, Erika, ne? Das hat Erika Canella Vita gemacht. Das ist sie. Hübsches Mädchen. Und sie hat dafür 48 Views gekriegt und viele Kommentare darunter. Und dann erklärt sie so ein bisschen, wie eine Waffel funktioniert. Dass da zum Beispiel ganz wenig Butter nur reinkommt. Ganz wenig. Es ist kein Das stimmt doch gar nicht. Doch, da kommt super viel Butter rein auf jeden Fall. Also ich weiß, wer die besten Waffeln macht, das ist Butzi. Butzi macht wirklich die besten Waffeln. Der hat auch ein super Waffeleisen übrigens. Das kann man so drehen und so und das ist echt lecker. Aber das ist so nebenbei. Auf jeden Fall, in Tastemade kann man eben Restaurants reinstellen. Man muss erstmal sich registrieren und dann kann man die Restaurants, die man besucht hat, reinstellen, sodass jeder gucken kann, was es so gibt. Es ist auf andere Länder eher ausgeweitet bislang. Also San Francisco, New York, sonst was ist dabei. London. Europa ist aber auch vertreten. Genau. Auch, ne? Aber man kann natürlich auch sagen, ich wohne in Düsseldorf und finde ein Restaurant ganz besonders toll. Ich gehe mal vorbei und drehe ein eigenes Video darüber und dann kann man es hochstellen. Und dann kann jeder reingucken. Theoretisch könnte das auch ein Restaurantbesitzer machen, um einfach für sich ein bisschen Werbung zu machen. Einfach sich anmelden, sein Restaurant ein bisschen besser darstellen, als es vielleicht ist. Oder noch eigentlich der Realität richtig darstellen. Im Internet ist doch alles echt, oder nicht? Im Internet ist, da gibt's, das ist wirklich so. Alles echt im Internet. Dann kann man sich andere Städte auch noch angucken, ob es jetzt hier wie zum Beispiel London ist. Und man kann sich hier zum Beispiel empfohlene Plätze in London angucken. Oh, kennst du die, wie heißen die nochmal? Pimentos. Pimentos, genau. Oh, sehr, sehr lecker. Lecker, in Soho. Aber wahrscheinlich sind das 15 Soho. Pfund Pimentos. Die sind meistens sehr. Also ich weiß nicht, die sind nicht so teuer, aber in Preis London abgeredet? Ist. Ja, manchmal. Es kommt auch an. Man kann es auch direkt von hier aus verlinken auf seinen Pinterest-Account. Man kann, wenn man sich registriert hat, kann man auch sagen, dass man da schon mal war. Ne? Sodass die Leute dann, wenn die mir followen würden, würden die rauskriegen, der Bargett hat einen recht guten Geschmack. Ich würde dann zu Bone Daddies, würde ich nochmal gehen. Weil bei Bone Daddies gibt es in Soho die leckersten. Da gefällt dir der Name am besten, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Übrigens, Morning. Liken und Follower werden. Ihr könnt gerne uns auf Facebook liken, auf unserer Facebook-Seite. Nämlich die Appsnight-Seite einfach draufgehen und Gefällt mir klicken und da stellen wir nicht nur Sachen drauf, so die unwichtig sind, sondern auch wichtige Gewinnspiele. Und Tastemade ist kostenlos übrigens und da könnt ihr euch eintragen. Lasst euch mal schmecken. Eine Rassel wolltest du selber machen. Ich habe neulich ein Video gesehen von einem Menschen, der hatte eine Armprothese und die ist elektrisch gewesen. Ja. Hast du es gesehen? Der hat dann die ganze Zeit. Der arme Kerl, das tat mir sehr, sehr leid.
Das fandst du witzig, ne? Wie ich glaube, Millionen andere Leute. Ich glaube, er hat die App Do-It-Yourself installiert. Nee, ich fand das überhaupt nicht so witzig, dass es einfach nur eine Funktion von einem Arm, die jetzt da gemacht war, ne? Und nein, das war doch ein Fehler. Ja, klar war das ein Fehler, aber ich meine, der kann auch so mit dem Arm machen. Also das ja, ist ja ein elektrischer Arm. Der hat jetzt irgendwie da irgendwie einen so Fehler. Wenn es so unwitzig war und unwichtig, warum erzählst du es denn dann? Alle reden darüber, dieses Video. Und der arme Kerl tut mir so leid. Das ist dir egal. Das ist mir egal. Gut, do it yourself. Das ist eine App, die wir uns vorstellen. Da kann man neue Fähigkeiten lernen. Wenn man die App aufmacht, dann sind verschiedene Sachen, die man auswählen kann. Ob es Kunst ist zum Beispiel, Skulpturen, Beatmakers oder auch Puppeteers. Mit so, Kinderpuppen, ja. Puppentheater. Genau. Wenn oder wenn es um Sport geht. Ah, die Fresse, ja. Magicians kann man auch machen. Mach mal Magician. Man muss dazu sagen, dass diese App für mich ja eigentlich viel zu jung ist. Man kann sich, wenn man registriert, kann man nur bis 16 Jahre angeben. Wirklich. Ja. Wenn du dich registrierst, kannst du nur bis 16 Jahre gehen. Und ich bin das passt Eindruck, auch ganz gut zu dir, oder? Ich bin 12. Also. Nee, ich finde, das ist, hat so ein bisschen was von, wie nennt man immer die Pfadfinder? Das hat so ein bisschen was von Pfadfindertum. Die haben ja auch immer so Patches, kriegen die, oder? Badges. Patch Adams. Patch Adams? Der mit, dem, mit der Nase, Badges. Der Rote, der im Krankenhaus. Ja, ach, der Robin Williams, meinst du? Mann, wir kommen naja. Überhaupt nicht zum Thema. Puppeteers can transform a sock into a hero or a shadow into a dragon. Ne? Und jetzt kann man hier zum Beispiel sagen, ich möchte eine Handpuppe machen. Ne? Ich wollte ja eigentlich zu Magicians, aber da hast du mir wieder nicht zugehört. Ach so, sorry, ich mach sofort zurück. Ja, bitte. Puppeteers Magician, Emmy will Magier werden. Ja. Dabei hat sie uns doch alle schon längst verzaubert. Witzig. Hier, set up the angle. Ne? Of your audience. Mach eine magische Wand. Nein. Durch die man dann durchrennt. Nein. Das hat man alles aus Hogwarts. Das ist von Harry Potter. Ich weiß, das ist aus Hogwarts. Also, ne? Jetzt, da kann man sich schöne Videos angucken. Ich glaube, da fliegen wir aber raus aus dem Apple TV, aber theoretisch können wir uns das anschauen. Und das ist nicht nur für kleine Kinder. Es kennen sehr viele Erwachsene, die auch Harry Potter ganz gut finden. Absolut. Die Tipps, die da drin sind in dieser App, die sind altersunbeschränkt. Ne? Aber bei der Registrierung muss man angeben, dass man irgendwie 16 ist. 17 klappte bei mir nicht. Ne? Und dann kann man sich hier diese Tutorials, nichts anderes als das ist es ja eigentlich. Mhm. Gehen wir runter nochmal dazu, was man noch gucken kann. Das Building, ist immer sortiert. So, ne? Also das ist wirklich sehr umfangreich. Mhm. Ne? Ob man jetzt zum Beispiel Data Visionaries. Wollte ich immer mal werden, Amy. Ja, ein Datenvisionär. Was halt ganz schön ist, wenn man die Sachen durchgemacht hat und die angeguckt hat, dann bekommt man eben diese Patch und dann hat man in seinem Konto diese Patche gesammelt und ist dann ja wie so ein Pfadfinder zum im Beispiel Internet. Ein Tape Ninja. Was ist das denn? Das sind die, die Graffitis aus so Isolierband machen. So ganz feines Isolierband und das irgendwo hinkleben. Hast du nie gesehen? Nee. Das ist richtig cool. Du kannst damit so auch so kleine Dinger machen und so. Und die Rucksäcke zum Beispiel und Schuhe kannst du auch damit machen. Und man kann damit auch Graffiti machen. Ne? Oder man kann das zum Beispiel ein ganzes Flugzeug voll machen. Ja, genau. Machen. Fix something with a tape und dann als Beispiel hier ein Flugzeug. Oder zum Beispiel hier so eine Hängematte kannst du dir daraus machen. All das kann man mit Do-It-Yourself ausprobieren. Ihr müsst es nur selber machen. Und ihr müsst es runterladen. Und runter. Zuerst. Ja. Ja. Es ist kostenlos und ihr werdet Fähigkeiten an euch erkennen, die habt ihr vorher noch nicht gekannt. Emmy, ich bin ein Dickmacher. Jetzt überlegst du, ne? Bei mir. Überleg mal. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, genau. Das freut mich sehr für dich. Ketchup aber zum Beispiel. Aber du meinst jetzt gar nicht, also das... So. Was denn? Jetzt, red dich mal raus. Also, Dickmacher ist die App, die wir euch präsentieren wollen, denn in Dickmacher erfahrt ihr, welche Produkte ihr essen könnt, aber davon eventuell dick werden könnte, wenn ihr zu viel davon esst. Wie zum Beispiel Ketchup. Da ist ganz, ganz viel Zucker drin. Ja, das ist es nämlich. Ne? Denn in Ketchup ist wirklich eine ganze Menge Zucker. Und Ketchup schreibt man aber nicht so. Das Ketchup. Ketchup. Nee, das ist was anderes, Emmy. Ach so. Ketchup ist was anderes als das, was du gesagt hast. Ach so. Hast, ne? Nämlich? Das, was du gesagt hast, das ist Curry-Ketchup und das ist Ketchup. Das ist der Unterschied. Ne? Und wer 100 Gramm isst, nimmt circa 10 Stücke Würfelzucker zu sich. Bah. Das ist echt eine ganze Menge. Und jetzt frag mal, deshalb mögen Kinder ja auch so Ketchup. So gerne. Man kann auch Ketchup selber machen. Das schmeckt am Anfang nicht so gut, aber wenn man es ein paar Mal gegessen hat, dann merkt man es gar nicht mehr, dass es halt eine Alternative ist. Ja, man kann übrigens diesen Zucker kann man durch Zwiebeln
ganz gut auffangen. Wirklich? Ja, genau. Nimmst einfach süße Zwiebeln dazu. Steht das auch da drin oder wusstest du das? Das ist ein Tipp, der ist von mir gekommen. Mhm. Ne? Wie zum Beispiel auch der Tipp, dass frischer Rotkohl sehr gesund ist, ne? Und der Figur auch nicht schadet. Aber wenn er aus dem Glas kommt, ist er sehr zuckerhaltig. Und 100 Gramm haben 150 Kalorien. Das ist eins dieser Produkte, die man dann nicht so viel davon essen kann. Ganz ehrlich, in der jetzigen Jahreszeit kann man Rotkohl überall bekommen. Und selber Rotkohl zu machen, ist echt kein Ding. Ne? Einfach schneiden, in den Topf werfen. Da muss man auch sogar Zucker oder Honig reinmachen, um das süß zu machen. Aber man muss halt eben nicht so viel Zucker reinmachen. Und da kann es auch sehr lecker schmecken. Weiter geht's mit. Das ist übrigens hier eine Testversion. Ja. Ne? Man kann auch eine Vollversion kaufen. Die kostet dann ein bisschen mehr Geld. Ne? Da sind hier zum Beispiel diese Tipps wie so Schokomüsli. Aber ganz ehrlich, wer denkt, dass Schokomüsli gesund ist, der sollte sich eh nochmal auf die Schulbank setzen. Kinderapfel-Instant-Tee ist gesund. Nein, das ist auch nicht gesund. Das ist nicht gesund? Auch nicht, überhaupt nicht. Gummibärchen? Gesund auf gar keinen Fall. Also sind vielleicht eine bessere Wahl, was Süßigkeiten angeht, als Schokolade, eventuell, aber hat auch viel Zucker. Ne? In 100 Gramm Gummibärchen sind circa 30 Stücke Würfelzucker drin. Boah, das ist echt eine ganze Menge. Ne? Und da kommt dann noch Gelatine dazu, was allerdings sehr lecker ist. Gelatine gehört auch auf den Speiseplan eines jeden Menschen. Mhm. Dosenananas für Leute, die Toast Hawaii gerne essen. Boah. Und da sind wir in der kulinarischen Ecke, in der ich mich am liebsten wohlfühle. Das stimmt überhaupt nicht. Da ist Dosenobst, Dosenananas ist eine ziemliche Kalorienfalle, denn da wird noch Zucker reingepackt und Zuckerwasser kommt da rein. Schmeckt ja auch so. Wenn man eine richtige Ananas nimmt und die schmeckt probiert viel und dann... Daneben, ist so. Aber ich finde auch, dass Dosenananas immer so ein bisschen diesen Metallgeschmack hat. Das liegt an der Dose. Vielleicht gibt es ja auch Glasananas. Dann schmeckt die vielleicht nach Glas. Gibt's nicht und außerdem esse ich sowas nicht. Cola. Also ich esse sehr viel Schrott. Ne? Ich will jetzt nicht hier als Gesundheitsapostel hier stehen, aber Dosenananas und so was wie Pizza Hawaii oder so kommt auf gar keinen Fall auf meinen Teller. Das habe ich gestern Abend auch überlegt und da habe ich mir gestern Abend eine fieseste Pizza meines Lebens bestellt. Mit Gyros? Nee, mit Sardellen, die aber als ich die Packung aufgemacht habe, die Pizzaschachtel, boah, ich bin nach hinten umgefallen. Aber ich wollte es von meinen Freunden, ich wollte von meinen Freunden nicht sagen, dass es scheiße schmeckt. Das habe ich nicht gegessen. Ja, aber sonst hätte ich einen Fehler gezeigt. Also ich will kritikunfähig bleiben. Deine Freunde schauen die Sendung nicht, ne? Meine Freunde schauen die Sendung nicht, die haben Gott sei Dank keinen Strom. Die wohnen alle unter der Brücke. Gut, weiter geht's. Hotdog, ist klar, dass das nicht gesund ist, weiter geht's? Nee, geht's nicht so gesund. Ne? Wenn man jetzt hier noch auf zusätzliche Funktionen kommen möchte, man könnte jetzt diese Information, dass Croissants zum Beispiel lecker sind, aber sehr viel Kalorien haben, könnte man über einen Klick hier jemandem als SMS zukommen lassen. Hier links ist so ein kleiner SMS-Knopf-Button, da könnte man drauf gehen. Und man kann sich auch noch die Top 10 angucken lassen, so zum Beispiel das Brotchips. Eine absolut leckere Sache sind, aber mit sehr viel Kalorien daherkommen. Oh, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Doch, Brot ist pures Mehl und wo Mehl drin ist, da geht's. Nein, aber bei den Brotchips geht es, glaube ich, nicht um das Mehl, sondern dass sie in Fett getränkt werden, um frittiert zu werden, das oder? Kann auch sein. Wir reden so viel von Mehl. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr könnt allerdings auch dranbleiben, denn gleich geht's mit der App Snide weiter. Zwar gerade sehr gemütlich gemacht, aber es geht jetzt gleich nicht um ein gemütliches Thema, sondern ein wichtiges Thema. Weißt du, welche App wir stellen? Machst du mir jetzt Angst oder was? Was für ein gemütliches Thema? Angstthema? Was? Nein, keine Apps? Angst. Man sollte ein bisschen darauf achten. Was denn? Seafood, was für Fisch man isst. Ach so, richtig, genau. Denn es gibt das Thema der Überfischung. Ja, überlegte nämlich gerade. Ich dachte eigentlich, Captain Ilu wird nur Seelachsfilet fangen, aber da gibt es noch ein paar andere Sachen. Die man zum Gibt's überhaupt den Fisch Seelachs? Ja, das habe ich dich auch gefragt. Doch, ich glaube, es gibt es doch. Nee, Christopher, gibt es den Lachs Seelachs? Den Fisch, meine ich? Gibt es einen Seelachs? Das werden wir gleich. Da gibt es wirklich als richtigen Fisch? Ich höre es gerade. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was. Das werden wir gleich mal in der Seafood-App, glaube ich, auch. So, fangen wir jetzt mal an mit der App. Genau. Und danach geht's weiter mit anderen Apps noch. Ach so, habe ich ganz vergessen. Wir müssen alle Apps vorstellen. Ja, sicher, Amy. Also Seafood Watch, dann geht's weiter mit... dem Lügendetektor. Genau, und dann geht's weiter mit... Lecker Kochbuch. Super. Gut, dass wir das gesagt haben. Ja.
Frau Emily Wiggum, wir möchten doch mal bitte mit Fakten starten. Bist du so nett und kannst mal ganz kurz eben gucken, ob es Seelachs wirklich gibt? Oh ja, das ist ich gut. Ich meine, ich habe nämlich neulich mich mit jemandem unterhalten und da habe ich auch gesagt, es gibt keinen Seelachs. Ja, ich glaube, es war mit mir und ich habe es einfach so abgespeichert. Nee, dann habe ich an dem Abend aber nochmal gegoogelt und da habe ich auf einer Seite gefunden, dass es den gibt. Und das reicht mir. Eine Quelle reicht mir im Internet. Mehr muss nicht sein. Falls ihr euch ein bisschen näher informieren möchtet über Fischsorten, die kurz vorm Aussterben stehen und dementsprechend besonders lecker sind. Also, er heißt eigentlich Köhler, dieser Fisch. Das ist ein Fußballspieler? Nein. Nee, der Bundespräsident. Oh, meine Güte. Sorry. Also, und er wird aber Seelachs genannt, weil das verkaufsfördernd wirkt. Ja, also gibt es ihn ja doch. Es gibt ihn doch, ja. Ja, siehst du, aber es ist wahrscheinlich von der Gattung her kein Lachs, sondern es ist ein anderer Fisch. Das weiß ich nicht. Den es in ganz vielen Mengen gibt. Ne? Ich bin in der Seafood Watch schon mal drin. Familie der Dorsche. Dorsche, Emily. Kenne ich auch nicht. Die kenne ich auch nicht. Und es gehört nichts zu der Familie der Lachsen. Sag mal eine Fischsorte. Seelachs. Muss man das hier in Deutsch eintippen oder kann man nur Salmon ist das dann, ne? Salmon. Salmon ist nicht Seelachs, ist Lachs einfach nur, egal. Aber mach mal ja, Salmon. Was ist denn dann Seelachs? Sea Salmon? Ich gebe mal, suche mal nach Salmon und ich gucke mal nach Seelachs. So, ich habe mir einen Salmon rausgesucht Englisch. Und das kann man sich dann hier angucken, beziehungsweise ist alles hier in Englisch gehalten, ne? Also man muss in der englischen Sprache ein wenig mächtig sein, aber dann findet man raus, dass zum Beispiel dieser Salmon der Sockenei, der Sockenaugen Lachs. Seelachs ist Pollock oder Coalfish. Coalfish? Ja. Okay, das muss ich mal. Was ist denn, welche Fischsorte fällt dir denn ein, die man gerade nicht essen sollte? Thunfisch. Thunfisch. Delfin. Thunfisch. Tuna. Übrigens, darf ich mal eine kleine Anekdote zum Thema Thunfisch erzählen? Ich weiß nicht, darf man das um diese Uhrzeit erzählen? Absolut, darf man das erzählen, denn gut. Der englische Begriff Thunfisch, der ja eigentlich nicht Thunfisch ist, sondern Tunefisch, kommt aus dem Kroatischen. Ah, das hast du schon mal erzählt. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Naja, gut, dass wir das erzählt haben. Es kamen nämlich kroatische Fischer nach Kalifornien und die haben diesen Fisch gefangen, den die Amis überhaupt nicht kannten. Wie heißt es auf Kroatisch? Tuna. Ja. Wie im Englischen. Das waren ganz sicher Kroaten, ja? 100%. Ich gucke nach. Das ist wirklich so. Das dafür gibt es ja Google. Ich habe wirklich wenig Ahnung, aber die Ahnung, die ich habe, die gebe ich von mir. Tunafisch. So, ich bin auf Dosentunfisch gegangen und Dosentunfisch sollte man avoiden, also sollte man nicht essen, weil... die Dosen, die sind echt nicht gut für das Meer, ne? Ja, die Dosen sind zum einen nicht gut fürs Meer und das sollte man dann eher lassen. Da sollte man also die Pfoten von lassen. Man kann sich auch noch einen Sushi-Guide reinziehen. Das heißt also, wenn man beim Asiaten ist, ich sage nicht Japaner, denn viele Asiaten machen auch Sushi, wenn sie keine Japaner sind. Und da kann man sagen, ich möchte zum Beispiel jetzt erstmal wissen, welche Dinge ich nicht essen sollte. Und genau die esse ich dann. Nein, das sollte man echt nicht machen. Ja, ich weiß. Ist wichtig, dass man kann mich auch... mit dieser App dafür sorgen, dass manche Fische ja eben, dass mehr Fische da sind, dass wir nicht in 20 Jahren hier sitzen und überhaupt keinen Fisch mehr essen können. Ich weiß. Ne? Ich bin mir aber bei einigen Sachen bin ich mir nie so richtig sicher, ob dann wirklich, wenn alle daran mitziehen würden an diesem Projekt, dann wird das natürlich ein bisschen besser funktionieren. Ja, aber wenn man sagt, weil es alle nicht machen, mache ich nicht mit, macht es ja nicht besser. Nein. Ich esse so wenig Fisch, Emmy. Und wenn ich mal einen Fisch esse, dann soll er wirklich so einer sein, der atembedroht ist. Nein, nein, ich quatsch, das ist alles totaler Unsinn. Esst gar keinen Fisch. Lasst einfach den Fisch weg und damit... Lasst den Fisch weg, ohne Scheiß. Ich bin Sternzeichen Fisch, ne, und esst meine Kameraden bitte nicht auf. Und falls ihr sie essen möchtet und nicht sicher seid, ob ihr sie essen könnt, dann könnt ihr Seafood Watch benutzen. Das ist so ein grober Guide, mit dem man rauskriegt. Also das mit diesen Kroaten, den Thunfisch, das findet man nirgendwo hier auf Wikipedia. Ja, wonach googelst du denn? Thunfisch von Kroaten entdeckt, Fragezeichen. Tuna Creation. Das gibt's mal. Das muss ich einen googeln. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch die Zusammenfassung von Seafood Watch Tuna angucken. Ich bin noch bei Tuna Creation. Guck doch, kein Problem. Ich kann in der Zwischenzeit ja einfach mal meine Aussage auf den Prüfstand stellen mit dem Lie-Detektor, beziehungsweise mit dem Truth-Detektor. Ja, das wird damit nicht funktionieren. Doch, was? Nein. Ich habe ihn schon gestartet, Emil. Das wird von der CIA benutzt und von der NSA und von Edward Snowden auch. So. Mindestens. So, berühre den Bildschirm und fang an zu reden. Wo ich soll, fällt mir nichts ein. Warte mal. Thunfisch, der Begriff Thun... Ich fang nochmal an. Der Begriff Tuna wird im amerikanischen und englischen von Kroaten wurde er erfunden und ja, scheiße, aber ich habe recht, guck, er sagt sofort, ich habe recht. Warte. Er rechnet, da steht nicht, ich habe recht, es rechnet. Was du sagst, ist trü. Wisst ihr? Nein. Doch, Emmy, deine Aussage ist vollkommen wahr.
Das reicht eigentlich schon. Wir probieren mal durchsetzt. Also man findet nichts im Netz darüber. Tuna? Ach, Quatsch. So, ich fange nochmal an. Ich probiere jetzt nämlich dieses iPhone hier mal aufs Ohr zu legen. Übers Knie zu brechen. So. Mein Telefon ist ein Samsung Galaxy Plus 1. Scan abgebrochen. Ach so, nochmal. Mein Telefon hier in der Hand ist ein Samsung-Telefon der Marke Apple und HTC. Jetzt wird gerechnet und jetzt müsste eingestehen, dass ich gelogen habe. Was? Hä? Hat ja echt funktioniert, warte mal. Ja, klar, weil du gestresst die bist. Die Schuhe von Emily Wiggum haben ein Fassungsvermögen von 14 Liter. Das könnte aber sein. Es ist wirklich ja, so. Ja, klar. Wird wahr sein, pass auf. Siehst du? Ja. 7 Liter. Das kann aber sein. Das ist gar nicht so viel. 7 Liter? Nee, das passt. Aber ich mache jetzt kein Wasser da rein, aber theoretisch könnte man da. Oh, und jetzt kommst du wieder mit Wasser, ist nicht so schwer wie. Doch, Wasser ist genauso. 1000 Milliliter Wasser sind genau 1000 Gramm. Ungefähr. Aber Daumen. Cola nicht. Nee, Cola ist ja Zucker mehr drin, ne? Und Zucker ist schwer. Ich lerne, ich höre da auch zu. So, ich mach aber noch das einen mit Test. Dem, dass die Kroaten die Tuna erfunden haben. Ein bisschen googeln. Die Kroaten haben den Begriff Tuna aus dem Kroatischen ins Amerikanische mitgebracht und damit auch eine super Sache gemacht. Das war schon zu Ende eigentlich. Sag mal, also die Kroaten haben nicht den Tuna gefunden, sondern haben einfach diesen Fisch gesehen und haben gesagt, der soll jetzt Thunfisch heißen. Nee, der war einfach. Also eigentlich haben die Kroaten gar nichts gemacht. Ich erklär's dir. Das ist noch von der Erdmann vorhin, falls ihr gerade reingeschaut. Einwanderer, ja. Kroatische Einwanderer sind ja auch nach Amerika gekommen. Ja. Und kroatische Einwanderer waren des Fischens eigentlich ganz gut. Die konnten das ganz gut. Dementsprechend sind ganz viele Fischer in Kalifornien Kroaten, Dalmatiner gewesen. Und die haben einfach diesen Thunfisch gefangen, der im Englischen noch gar keinen Begriff hatte. Und dann ist der Begriff so dazugekommen. Das stimmt wirklich. Ja, und? Backt euch doch ein Eis drauf. Was ist das denn für eine... Ja, das ist einfach so, Emmy. Ja, und? Thunfisch ist ein leckerer Fisch und der Begriff kommt aus dem Kroatischen. Kannst du das widerlegen? Kannst du nicht. Nein. Und wenn ja, dann könntest du den Lugendetektor. Das wäre mir auch ziemlich egal. Wir haben Amerikaner bessere Sachen erfunden. Ja. Meinst du, es gibt auch Tuna-Rezepte in meinem Lecker-Kochbuch? Ach, tu doch nicht so, Emmy. Mein Lecker-Kochbuch ist die App, die wir euch jetzt ans Herz legen möchten. Und als ich mir das Symbol von Mein Lecker-Kochbuch angeguckt habe, habe ich gedacht, das hat irgendwas aus der Apotheke. Ja, echt? Guck mal, das ist mit diesen Flügeln und so. Ich nicht, ich habe einfach das soll halt. Es ist so lecker, dass es einen beflügelt. Ach so, okay, das stimmt. Ich habe gedacht, oder wenn man es isst, fliegt man wie eine Gabel in den Himmel. Könnte auch sein. Ich starte die App mal. Wie eine Gabel, die oft in den Himmel fliegt. Ist eine sehr schöne Koch-App, die einem sehr leckere Sachen vorschlägt, ja, die man nachkochen kann. Oh, das ist Wiener Schnitzel. Gehe ich mal drauf. Das interessiert mich sehr. Wieso? Ich habe gerade auf Wiener Schnitzel geklickt, oder? Nochmal? Geh nochmal auf. Oder das ist jetzt die Koch-Idee. Latte Macchiato. Das ist mir total Milchreisapfel mit. Das hört sich ganz ehrlich gesagt echt eklig an. Latte Macchiato. Milchreis mit Apfelsauce. Apfelsauce. Kaffee und Apfel. Genau, ich gehe mal drauf. Okay, vielleicht ist das ja, vielleicht gefällt uns das ja, Emmy. Ich habe das Rezept runtergeladen. Ich kann mir auch alle anderen Rezepte also reinziehen. Also ich finde in dieser Jahreszeit Suppen und Eintöpfe ganz gut. Ich habe gerade unterbrochen, wollte ich nicht. Suppen und Eintöpfe. Ja. Zum Beispiel Paprikas-Tomatensuppe mit Feta-Käse Croutons oder Irish Stew mit Weißkohl oder eine feine Erbsensuppe mit Koriander. Da bin ich ein Freund von. Mhm. Sieht gut aus. Ganz einfach steht da auch vor allen Dingen. Mhm. 30 Minuten Arbeitszeit, 200 Kilokalorien, 6 Gramm Eiweiß, Fett 10 Gramm und Kohlenhydrate 21 Gramm. Ganz einfach. Dann kriegt man auch angezeigt, oh, guck mal, ein Esslöffel Butter. Aha. Ah, das ist interessant. Butter, aha. Oder ich gehe mal hier auf Zwiebel, weil zu Zwiebeln wusste ich auch noch nicht, dass sie im Kühlschrank 15 Tage halten. Und wenn man sie in den Bio-Fresh reinmacht... Legst du dann eine Zwiebel in den Kühlschrank? Nee. Ich nicht. Nee, ich lege auch keine Tomaten in den Kühlschrank. Ich lege auch keine... Darf Tiefen. Man auch nicht. Sollte man nicht. Ja, weil dann die verlieren ihren Geschmack. Ja, genau, richtig. Oder Schlagsahne. Und dann kriegt man immer die Informationen dazu, wie lange sich das in dem Partnerkühlschrank hält. Ja. Der Partnerkühlschrank ist von einer Firma... Die macht wieder unten eingeblendet ist, genau. Genau. Dann ja kann man das auf Favoriten setzen. Man sagt, ich will das irgendwann kochen, nur jetzt nicht. Ja. Dann kann man da
draufgehen, oben, glaube ich, auf die Favoritenliste setzen. Da oben. Das Herzchen, ne? Genau. Geh aufs Herzchen. Und dann ist es auch in der Favoritenliste drin. Man kann sich einen Einkaufszettel quasi schreiben lassen. Zutaten auf die Einkaufsliste. Ja. Alle? Nee, ich brauche keine Butter. Butter habe ich noch und Schlagsahne habe ich auch, weil ich schlag die nicht so gerne. Also gehe ich auf die Einkaufsliste hinzufügen. Und dann ist das jetzt bei mir in der Einkaufsliste drin. Was ich aber aber ganz toll finde, also ich kann das jetzt auch noch per E-Mail zusenden, falls der Scherge, den ich kenne, zufällig im Baumarkt ist. Ja, oder wenn du zum Beispiel die App auf deinem iPad geladen hast, es gibt es nämlich nur fürs iPad, und dann nicht mit deinem iPad einkaufen gehen willst, sondern mit deinem Handy, dann kannst du es nämlich eben per E-Mail dir selber zusenden. Genau, oder mach einen Screenshot davon, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Mhm. Was ich ganz toll finde, sind die Tricks und Tipps-Videos, die man hier aufrufen kann, wie man zum Beispiel eine Zitrone dosiert auspresst oder wie man eine Vinaigrette im Glas macht oder wie man zum Beispiel Sahne steif schlägt. Das sind so Basics und nicht, also für den anspruchsvollen Koch sicherlich schon längst alles zu erklären und zu machen. Ne? Aber so, wenn man sich ein bisschen an die Materie rantraut, dann kriegt man auch zum Beispiel raus, wie man zum Beispiel Mayonnaise mit einem Pürierstab macht, was ganz easy ist. Ne? Und dann wie macht man es denn sonst? Bitte? Ach, du musst es schlagen eigentlich, Mayonnaise? Nee, aber das mit dem Pürierstab ist, du tust alle Flüssigkeiten rein und ziehst den Pürierstab dann nach oben. Und normalerweise pürierst du ja das Ei und tust Marco dann Öl rein. Marco hat auf jeden Fall die App schon auswendig gelernt. Und es sind sehr schöne App, die wir euch gerade vorgestellt haben. Wir sind jetzt schon fertig mit unserer Sendung, aber wir kommen bestimmt wieder. Geht auf unsere Facebook-Seite und liked uns. Wir würden uns darüber sehr freuen. Ansonsten macht euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald hier bei NHWTV wieder. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Schön. Tschüss. It's been a